Wie oft hat man das schon erlebt? Freitagnacht, man kommt aus dem Club und irgendwo ist Stress. Schreitest du ein oder gehst du einfach weiter? Wer was ist, wenn dir selber was passiert? Die 22-jährige Tuche Alperak wollte zwei Mädchen helfen und hat sich mit einer Gruppe junger Männer angelegt. Ihren Mut hat sie mit ihrem Leben bezahlt. Es ist kurz nach 3:30 morgens am 15. November 2014. Tuche Alperak und ihre Freundin waren gerade in der Bar Panterei in Offenbach. Sie sind gut drauf und machen noch kurz einen Stopp hier bei McDonald's, um was zu essen. Tuche und ihre Freundin sitzen an einem Tisch, als sie Stimmen aus der Damentoilette hören. Geht weg jetzt, ruft ein Mädchen. Tuche will wissen, was da los ist. Geht runter zur Toilette. Zwei Freundinnen folgen ihr. Im Waschraum der Damentoilette sitzen zwei Mädchen auf dem Boden, 13 und 14 Jahre alt. Außerdem im Raum drei junge Männer, die die Mädchen anbaggern und auch nicht locker lassen, als diese ihnen sagen, dass sie gehen sollen. Unter ihnen ist der 18-jährige Sanel M. Tuche ist eine selbstbewusste Frau und soll ihnen gesagt haben, dass sie sich verpissen sollen. Auf der Mädchentoilette hätten sie nichts verloren. Laut Urteil reagieren die jungen Männer gereizt. Sie sagen Tuche, sie solle ihr Maul halten, von ihr würden sie sich gar nichts sagen lassen. Als Tuche nicht nachgibt, beleidigen sie sie als Hure und als Schlampe. Es fallen Beleidigungen auf beiden Seiten, bis zwei Männer dazwischen gehen, die gerade von der Herrentoilette kommen. Sie sind Türsteher, kräftig gebaut und sagen zu Sanel M. und seinen Freunden, sie sollen gehen. Die Ansage wirkt. Sanel M. und die anderen Männer verlassen die Toilette. Die Situation hat sich also erstmal beruhigt. Tuche und ihre Freundinnen essen, dann machen sie sich auf den Heimweg. Bevor sie losfahren, rauchen Tuches Freundinnen noch eine Zigarette auf dem Parkplatz. Dort treffen sie wieder auf Sanel M., fangen wieder an zu streiten. Noch heftiger als vorher. Wieder fallen Schimpfworte. Dann soll Tuche zu Sanel M. Hurensohn gesagt haben. Daraufhin schlägt er mit der flachen Hand und mit voller Wucht gegen den Kopf. Tuche fällt hin und steht nie wieder auf. Tuches Bruder Dogus Alperak lebt heute in Frankfurt. Für ihn ist es noch immer schwierig, über das zu sprechen, was damals passiert ist. Wir wissen alle, zu was ein Schlag führen kann. Und das hätte er auch wissen müssen. Und ich glaube, das wusste er auch. Stefan Kuhn hat den Täter Sanel M. später vor Gericht verteidigt. Das war ein Sekundenbruchteil oder eine halbe Stunde an einem Abend, wo er so aufgebracht war und wo er in einem Sekundenbruchteil diesen Fehler gemacht hat. Durch Sanel M.'s Schlag fällt Tuche um wie ein Baum. So beschreibt es seine Zeugin später. Sie verliert das Bewusstsein und knallt mit dem Kopf so hart auf den Asphalt, dass dadurch ein schweres Schädelhirntrauma und Hirnblutungen ausgelöst werden. Tuche fällt ins Koma. Zwei Wochen lang liegt sie im Klinikum Offenbach. Es ist der 28.11.2014, Tuches 23. Geburtstag, als ihre Familie die lebenserhaltenden Apparate abschalten lässt. Es war ja eigentlich mehr oder weniger eine Entscheidung von den Ärzten. Die haben uns da halt ein bisschen Spielraum gelassen. Ich meine, die kamen dann irgendwann an und haben gesagt, dass sie den Gehirntod festgestellt haben. Und wenn das Gehirn tot ist, dann erübrigt sich ja alles andere. Und wir hatten halt noch um ein, zwei Tage Zeit gebeten, damit wir das überhaupt realisieren können. Ende April 2015 beginnt vor der Jugendkammer des Landgerichts Darmstadt der Prozess gegen Sanel M. Er wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Es ist nicht das erste Mal. Er war schon früher unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung vor Gericht. Der Prozess soll klären, was genau vor dem Schlag passiert ist. Denn es gibt unterschiedliche Darstellungen über die Tatnacht. Der Anwalt Stefan Kuhn plädiert für eine Bewährungsstrafe für den bereits vorbestraften Sanel M. Alkohol hat eine Rolle gespielt, also hoch emotionalisiert von beiden Seiten. Und nach den Urteilsfeststellungen soll die Frau Alperak auf ihn zugegangen sein, um ihn zur Rede zu stellen. Dann soll auch dieser Satz gefallen sein mit komm doch her, du Hurensohn. Und dann ist dieser Schlag passiert. Tuches Bruder hat den Prozess miterlebt. Es war hart für ihn. Man hat versucht, mit dieser Beleidigung es so darzustellen, dass quasi meine Schwester sogar schuld an diesem Schlag ist. Ne? Dass er sie quasi zurechtgewiesen hat. Der Platz war groß, viele Menschen. Und
keiner wusste, dass er irgendwann eine Zeugenaussage machen wird und hat sich nicht darauf fokussiert, ob von den objektiven Zeugen wer was gesagt hat, etc. Eine Bewährungsstrafe, für ihn unvorstellbar. Also, wenn wir vor Augen halten, dass meine Schwester verstorben ist und er sein Leben nach einer bestimmten Zeit wieder ganz normal weitergestalten kann, dann ist das für mich ein Witz, die Bewährungsstrafe. Das ist echt ein Witz. Und ich bin gerade sachlich, aber wenn ich das höre, brodelt es in mir. Was genau in dieser Nacht passiert ist, wer wann welches Schimpfwort benutzt hat, lässt sich vor Gericht nicht mit absoluter Sicherheit klären. Es kommt aber zu dem Schluss, dass auch Tutsche und ihre Freundin zu der Eskalation beigetragen haben. Für Doguş Albayrak spielt das keine große Rolle. Es komme auf das an, was auf der Damentoilette passiert sei. Tutsche hat Zivilcourage bewiesen. Als Eltern wären wir alle froh, wenn in dieser Situation, ne, ich sag nicht, dass es eine lebensbedrohliche Situation ist, aber eine brenzliche Situation, dass so eine Frau wie Tutsche oder sonst wer gekommen ist und diesen Jungs gesagt hat, wo es lang geht. Direkt nach der Tat im November 2014 bekommt der Fall viel öffentliche Aufmerksamkeit. Es gibt Überschriften wie Tutsche die Mutige, ein Engel der Zivilcourage. Sogar die New York Times berichtet und vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck erhält Tutsches Familie einen Brief. Gauck schrieb: Wo andere Menschen wegschauten, hat Tutsche in beispielhafter Weise Mut und Zivilcourage bewiesen. Tutsche wird als Heldin der Zivilcourage gefeiert. Für Doguş passt das zu seiner Schwester. Ja, zum Beispiel vorbildliches soziales Verhalten als Klassensprecherin, ne? 2005, Klasse 6T. Die hat an einem Projekt gegen Rassismus teilgenommen, hat sie eine 1 bekommen. Ja, sie war sehr engagiert, war sehr sportlich und sie war mitten im Leben und hatte Spaß an ihrem Leben. Während Tutsche als Heldin gefeiert wird, gilt Sanel M. als Komaschläger, der die Heldin zu Tode geprügelt hat. Stefan Kuhn erinnert sich noch gut daran. Ich will Frau Albayrak überhaupt nichts absprechen. Ich weiß nicht, ob sie ein Engel war oder nicht, aber das sind hier meines Erachtens gar nicht die entscheidenden Fragen gewesen. Ich meine, man muss sich vor Augen führen, das war ein 18-jähriger Junge, das war das Nachfeiern seines 18-jährigen Geburtstags. Und er war auf jeden Fall nicht der Teufel, zu dem er da stilisiert wurde. Fest steht, Sanel M. war schon mehrfach vorbestraft, als er auf Tutsche traf. Unter anderem wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. Also wenn ich vor Augen halte, dass er schon vorbestraft war, hat ihn, glaube ich, der eine oder andere Fachmann schon gesagt, was das Ganze für Konsequenzen mit sich tragen könnte. Aber ich glaube dennoch nicht, dass er meine Schwester töten wollte, aber ihr sehr wehtun wollte. Tutsche sei immer eine von denen gewesen, die sich vor die anderen gestellt habe, sagt Doguş Albayrak. Für ihn hat sich seine Schwester in dieser Nacht für andere Menschen eingesetzt und musste dafür sterben. Ein riesiger Verlust. Man muss sich das so vorstellen wie die Planetenkonstellation. Der Mond ist immer da, kommt wieder, geht wieder, kommt, die Sonne geht auf, kommt wieder. Und so war das mit meiner Schwester. Und plötzlich ist ein Planet nicht mehr da. Der Mond ist nicht mehr da. Und das spürst du, das spürst du. Geholfen hat Tutsches Familie damals die riesige Anteilnahme in der Bevölkerung. An Tutsches Todestag, der ja auch ihr Geburtstag ist, halten rund 2000 Menschen eine Mahnwache vor dem Klinikum in Offenbach. Die Menschen wollten dem Mut, diesem selbstlosen Handeln, was meine Schwester aufgezeigt hat, ihren Respekt erweisen. Und das hat uns natürlich unheimlich gut getan. Das war ein Trostpflaster für uns. Die krasse mediale Aufmerksamkeit hatte auch ihre Schattenseiten. Als rauskommt, dass wahrscheinlich auch Tutsche nicht deeskaliert hat, bröckelt das Image der Heldin. Und dann liest du Sachen wie, sie war aggressiv, teilweise Zeitungsartikel, ne? Jeder hat ja anders berichtet, wo man dachte, hey, sie ist schuld an der Sache. Wie geht das? Ne? Und das war echt schrecklich, das ging total an die Psyche und das merkst du heute noch. Das sind so Sachen, da hat uns die Presse echt etwas mitgegeben, etwas Schmerzhaftes. Ja. Im Juni 2015 wird Sanel M. wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Jugendstrafe von 3 Jahren verurteilt. Vor Gericht sagt er, der Schlag sei der größte Fehler seines Lebens gewesen und dass er damit leben muss, dass wegen ihm ein Mensch tot ist.
Die Staatsanwaltschaft kommt zwar zu dem Schluss, dass das einseitige Bild, dass Sahnel M. ein wilder Schläger war, nicht stimmt. Das macht die Tat aber nicht besser. Er hat nun mal zugeschlagen. Und bei den 3 Jahren Jugendstrafe bleibt es für ihn auch nicht. Sahnel M. hat keinen deutschen Pass, sondern einen serbischen. 2017 wird er nach Serbien abgeschoben. Der hessische Verwaltungsgerichtshof befürchtet, dass er weitere Straftaten begehen und eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland sein könnte. Tuçes Bruder Doğuş Albayrak will über die Abschiebung nicht urteilen. Ihm ist etwas anderes wichtig. Nach Tuçes Tod hat er einen Verein in ihrem Namen gegründet. Mit dem setzt er sich für Antigewaltprojekte ein. Junge Menschen sollen lernen, mit Gefahren und Konfliktsituationen umzugehen. Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass die durch Gewalt ums Leben gekommen ist, dass ein junger Mann in einem jungen Alter ein gewisses Gewaltpotenzial mit sich getragen hat, was nicht sein darf. Und das ist auch einer der Knackpunkte, weshalb wir den Verein gegründet haben, dass wir da eingreifen können, dass das Gewaltpotenzial in der Gesellschaft vor allem schon im jungen Alter gesenkt wird, dass wir da gewisse Gedankengänge einpflanzen können, sodass wir eben genau solche Situationen in Zukunft hindern können. Und eins steht fest, Tuçe hat nicht weggeschaut, als 2 andere Menschen belästigt wurden. Sie war mutig und das ist eine gute Sache, von der wir viel lernen können. Warst du schon mal in einer brenzligen Situation, in der andere auf deine Hilfe angewiesen waren? Wenn du magst, erzähl mir gerne in den Kommentaren davon. Wir verlinken dir hier noch einen weiteren Fall. Surit Sahar wird nach einem One-Night-Stand schwanger. Sie freut sich auf das Baby, aber der Vater des Kindes will das nicht akzeptieren und fasst einen grausamen Plan. Unsere Kollegin Aminata von Follow Me Reports hat einen jungen Straftäter begleitet. Und zwar am Tag seiner Gerichtsverhandlung. Ob er ins Gefängnis muss, erfährst du im Video.